Und unten. Ach, Du bist auch da. Das freut mich aber. Folge 24. Wir heben die Hand, weil wir eins wissen. Diese Folge wird episch. Es ist zwar jede Folge episch, aber die wird epischer. So. Letzte Folge haben wir alle Pure White Tendency Events in World Events, keine Ahnung, in dieser Welt, in Level 4 Schreiende Stürme gemacht. Wir bewegen uns zurück, wo wir hergekommen sind. Ich werde mal nochmal einen Blick zurückwerfen und werden straight zum nächsten Boss uns bewegen. Bin hier rausgekommen, ne? Hier ist nichts mehr, ne. Okay. Dann ganz da vorne weiter. Habe ich mir nicht... Genau, ich habe mir ein paar zunehmende Mondgräser bei Patches gekauft. Aufnahme passt. Ja. Mir ist es zum Glück noch nie passiert, das Mikro auf Mute, weil manchmal mute ich mich und so, mal zu lassen, weil das wäre echt eine Katastrophe, weil dann, wenn man es nicht merkt, spielt man eine Stunde weiter und ja, dann hat man den ganzen Progress nicht aufgezeichnet. Halte Ausschau nach Waffe. Ja, ich weiß ja schon ungefähr, was kommt. Vielleicht machen wir eins. Ich glaube, der Ring der Diebe wird uns hier in diesem Level auch gut helfen. Was könnten wir denn noch mit reinnehmen? Ich glaube, es geht jetzt sogar direkt zum Boss, wenn ich mich nicht täusche. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Drum, drum, drum. Ja, Energie ist immer gut. Ja. Ringe werden wir nichts austauschen. Pfeile haben wir keine mehr. Heiliger Wimbam, das ist nicht gut. Es könnte sein, dass wir hier Pfeile brauchen. Deswegen, sorry. Schritt zurück. Pfeile kaufen. Habe ich überhaupt Seelen? Ja, reicht für Seelen. Reicht perfekt sogar für Pfeile. Hier runter, weil ich meine, die hier sind ein bisschen günstiger. Ah, hallo. So, zeig mal her, was du hast. Pfeil oder Holzpfeil? Wir haben es doch. 100 brauche ich jetzt nicht, aber so, ja, 50 ist mir vielleicht fast zu wenig. Ausrüstung, das geht auch noch was. Jetzt machen wir 80. Kunais hat er. Merken, falls wir die mal brauchen. Leichter Pfeil, der fliegt, glaube ich, weiter, oder? 50 kosten die. 100 wären drin. Heiliger Pfeil ist. Was kann der? Magie, ne? Ach komm, ich kaufe jetzt einfach mal noch. Was soll's? 30 leichte Pfeile. Und von mir aus noch ein paar Holzpfeile. Ach, dann bin ich schon wieder voll, ne? Kann ich noch was zurücklegen? Das war's. Wer hat den Topf zerstört? Eine Dunkelmondsteinscherbe kann ich zurücklegen. Waffen habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel dabei, ne? Wiegt nix, das ist egal. Wobei, den Dolch, den werden wir nicht brauchen. Mondkurzschwert brauchen wir auch nicht. Das Durchdringerschwert, was kann das eigentlich? Skaliert mit Beweglichkeit. Haben wir es eigentlich schon mal ausgerüstet gehabt? Mal getestet? Ich glaube nicht, ne? Muss uns erstmal an. Aussehen tut sehr wunderschön. Oh, ultra schnell.
Stichangriff, sehr geil. Ach, zweihändig hat er keinen Stichangriff. Ja, jetzt schießt er auf mich. Beim Rennen. Springt er sogar so ein kleines Stück nach vorne, ne? Wenn er rennt. Hier. Backstab-Attacke aus. Okay. Eigentlich ein ganz cooles Schwert. Wie viel macht das jetzt? 122 hat er gar nichts drauf gerade. Aber das kann man bestimmt hochleveln. Müssen wir mal im Auge behalten. Aber wiegt viel zu viel. Weg damit jetzt erstmal. Ja, ich weiß, ausgerüstet geht. Also, muss immer hier hingehen, immer zum Inventar, weil es da im anderen Ding nicht zum Lager gehen. Makoto. War besser wie das Durchdringerschwert und macht Blutungsschaden, auch geil, ne? Aber jetzt alles weg damit. Fleischhacke nehmen wir. Und der Rest kommt alles weg. Lager. Außer die Sachen, die nichts wiegen, die können wir einfach mitnehmen. Flügelsperre habe ich immer dabei, gerne für die Lizards. Der weiße Bogen. Brauchen wir noch einiges an Beweglichkeit. Den senden wir auch erstmal zurück. Ein Kompositbogen ist ja auch Schwachsinn, den eigentlich jetzt dabei zu haben, ne? Ja, wobei der mehr Schaden... Ach, nicht Schmarrn. Mehr Reichweite wie der Drachenbogen. Ja, ich schicke ihn trotzdem zurück. Schilder nehme ich beide mit. Energie... sollte ich vielleicht aufpassen. So, dann Abi zum Altar des Stürmen. So. Moment, ich versuche euch was zu erklären. Und zwar, ich schaue auf meinen Notizblock, da steht: In diesem Level könnte es eine Waffe geben, die wir aufheben müssen, um diesen Endgegner zu besiegen. Könnte sein. Wir könnten auch den Pfeil und Bogen benutzen. Jetzt schauen wir einfach mal. So, hier haben wir geguckt. 88 Pfeile, passt. Vielleicht die leichten? Vielleicht die leichten? Nee. Ich behalte jetzt mal die normalen. Bogen ist im Anschlag. Im Notfall haben wir den Fokus. Alles klar. Dann rein in die Luzi. Olga, wie noch immer. Alter, wie episch sieht das aus. Da ist er, der Sturmkönig. Mit dem Diebesring werden wir, glaube ich, noch gar nicht angegriffen, bin ich sicher. Boah, der Regen. Jetzt höre ich Schüsse. Vielleicht bin ich mal ein bisschen stiller als sonst, einfach um es zu genießen.
versuche jetzt erstmal ein paar von den Kleinen wegzumachen. Manchmal schießt er. Gegen Magieabwehr einpacken. Wäre nicht schlecht gewesen. Sturmgebieter. Im Englischen der Stormruler. Rüsten wir. Wo ist er denn? Wo rüsten wir jetzt aus? Oha. Ja, vielleicht sollte ich den Loot einfach später einsammeln. Was dieses Schwert kann, sehen wir jetzt. Geil. Genau zum falschen Moment geschlagen. Status jetzt auf mir gerade. Ah, es war wohl zu weit weg. Oh, das wird knapp. Wechselt der Wind auch die Richtung? Wasser.
Steinscherbe. Und es sind keine. Ich sehe auch gerade die Cam, habe ich nicht angehabt. Bin nicht so wild. Bisschen Atmosphäre tanken in diesem Kampf. Das war jetzt schon geil. Machen wir halt nochmal. Ich bin mir fast sicher, dass es mit Pfeil und Bogen besser geht, oder? Gräser sollten wir eigentlich noch genug haben. Da habe ich irgendwelche nicht ausgerüstet. Ne? Zweiter Versuch. Cam, könnt ihr mir das sehen, in ein spares Gesicht. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen klar zu schicken. Was ist das jetzt? Greift mit der Sturmkönig an oder was? Oh ja, jetzt
Transporter. Entgegengesetzte Richtung rollen. Sieht ihm nichts ab, ne? So ist nicht auf den Fern. Seele in den Kalkstein. Der Sturmkönig. Was für eine epische Kampf irgendwie, ne? Mit dem Regen, der runterpeitscht, die Musik. Geil. Ich hab's genossen. Deswegen habe ich mit Absicht zweimal. So, dann zoomen wir mal das Gebiet jetzt noch ab. Immer mit der Gefahr, dass ein Intruder... Was war jetzt? Boah, dachte ich schon. Ein Intruder, ein Invasor kommen könnte. Wäre aber, glaube ich, nicht so schlimm, weil Pure White ist erledigt. Pure White, Dingsbums. Ja, ja. Natürlich.
Okay, hier ist nichts. Oh mein Gott, ich will jedes Souls-Spiel auf der PS5 ein Remake haben. Ach. Ach, zwei sind's gleich, verdammt. Steinklumpen. Klumpen sogar. Ist, glaube ich, gut, ne? Hinten ist noch Loot. Hab schon gesehen. Gehen wir erstmal da hoch. Das war's, glaube ich. Vom Schrein der Stürme. Oh, wie schön es hier aussieht. Der Regen auf dem Boden. Jetzt doch bestimmt noch was. Vertraue immer deinem Herz. Mein Herz sagt, schlag es nicht kaputt, aber das ist einfach nichts. Sieht so aus, als wär's das hier, oder? Die ist hier unten. Dachte ich, da kommt er auch auf die Steine hoch, aber war zu viel gedacht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ein Ephemer Augenstein. Kommst du da hoch? Nicht, ne? Nee. Nicht besiegt den Sturmkönig. Die stärksten Dämonen kommen aber nicht die eine Stufe hoch. Weil die Rüstung einfach so schwer ist, dass ich mein Bein nicht kriegen kann. Seht ihr das? Was war das? Ach, hier hätten sie sich verstecken können anscheinend, okay. Was ist das? Schwingt einer mit seiner Peitsche? Okay, damit sollten wir alles abgegrast haben hier. Okay, das war nur Donner, es hat jetzt niemand auf mich geschossen. So, Seele einpacken. Reiner Wolkenstein und die stürmische Dämonenseele. Also diese Peitschenhiebe, was auch immer das war, das hat mir jetzt schon ein bisschen irritiert. Monolithenwald heißt das hier, okay. Damit ab zurück in den Nexus. Mein Henkel ist hier abgebrochen. Weil ich liebe meine Darth Vader Tasse. Und vor allem, es ist die größte, die ich habe. Schauen mich nicht mal an. Kein einziger schaut mich an. Hallo? Ich habe gerade den König der Stürme, den Sturmkönig erlegt. Und niemand interessiert's. Seid euch der Grenzen eurer Kraft bewusst. Er hat auf jeden Fall nicht zugeguckt. Yuria, meine Beste. Seid ihr euch sicher? Kann ich bei dir jetzt was Neues kaufen? Nein, kann ich nicht. Besser als wenn ihr Meister trägt. Der kann gar nichts mehr jetzt. Halt, wo wollt ihr hin? Sehr gut. Ich kann mich. Oh, danke euch. Wie versprochen. Also mit der Seele vom Sturmkönig gibt es anscheinend keine neuen Zauber. Wunder. Komm, Sankt Irwin. Du hättest was für mich, die Magiebarriere.
Ach komm, die kaufen doch gleich. Muss es eben ein, auf einer schlauen Notiz abhaken. Dann fehlen uns nur noch 3 Wunder. Wir spielen noch Level 5, da gibt es noch mindestens 3 Bosse und den absoluten Endboss. Wir werden am Ende schon alles bekommen. Nachdem wir das 5. Mal durchspielen. Übrigens, NG Plus und so weiter rase ich natürlich durch dann. Ich lasse mir nur hier jetzt beim ersten Durchgang richtig schön viel Zeit. So, was habe ich gesagt? Beweglichkeit machen wir jetzt. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Ja, macht Sinn. Gewährt eure Stärke, dass die Welt geheilt wird. Macht auch unsere Fleischerhacke deutlich stärker. Seid ihr fertig? Lass mal schauen, ob wir was reparieren können. Wie immer. Bleibt bloß am Leben. Nö, zu dem möchte ich. Mal schauen schnell, ob Patches was Neues hat, weil wir haben ja jetzt wirklich ein komplettes Level beendet. Ja, hat er. So, was hat er denn? Weißer Pfeil. Was kann denn der weiße Pfeil? Also extreme Angriffskraft. Das ist aber auch schweineteuer, ne? Der weiße Pfeil muss sitzen. Sorry. Wie gesagt. Gut. Okay. Dann lassen wir es mal nochmal ploppen, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas, wofür ich Seelen ausgeben könnte? Ich glaube nicht. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel 26 noch was, ne? Nochmal einmal Beweglichkeit, oder? Das Mond... Wir kommen jetzt dann zum Mond... Moonlight Greatsword, glaube ich, heißt es. Das kann man, glaube ich, in dem nächsten Level irgendwann bekommen. Skillt, glaube ich, mit Magie. Könnte man noch hoppala. Das war jetzt bestimmt laut bei euch. Könnte man noch schnell einschauen. Ich bräuchte noch. Ich kann euch warten. Ah, nee. Ich weiß mal, ob ich selber habe. Bei Thomas. Ich war krank vor Und zwar schaue ich nach, ob wir ein zerbrochenes Schwert haben. Ich weiß es gar nicht. Im Gebiet, das schauen wir uns noch an, bevor wir den rüberschicken wieder. Und das nehmen wir gegen Gerrys Stilett. Ne, haben wir keins. Wir stehen. Können wir das bei dem hier kaufen? Ich kann euch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, zerbrochenes Schwert oder so. Ne, haben wir auch nicht. Man bekommt das erstmal. Kein Interesse. Aber aus dem Schwert kann man dann noch das Blaublutschwert machen, das mit Glück skaliert, was wir nicht benutzen werden. Ich war krank vor Sorge. Habe ich die Goldmünze eigentlich noch oder habe ich die verschleudert? Bei. Ja, es ist noch mit die Krähe. Nichts. Ich habe es immer falsch genannt, ne? Beim letzten Mal. Ich habe den Namen von Dark Souls Krähe genannt. In Demon's Souls heißt sie. Warum fällt es mir gerade nicht ein? Irgendwas mit. Ich komme nicht drauf. Ich habe immer Snuggly gesagt, so heißt sie, glaube ich, in irgendeinem Dark Souls-Teil. Und wirklich heißen heißt. Scratchy. Fällt es nicht ein. Aber jetzt egal, habe ich die Goldmünze, habe ich glaube ich ins Nest gelegt, ne, für einen Ring oder sowas. Die ich mal bei einem dieser Minister gefunden habe.
Ich weiß auch gar nicht, ob das noch geht, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen. Man kann das Spiel sozusagen crashen, also halt wirklich absolut unbesiegbar sein, jeden Gegner, jeden Endboss mit One-Hit zerstören, wenn man, kann ich ja kurz erklären, wenn man die Goldmünze benutzt und sich dann direkt bei ihr hochlevelt, dann geht das Glück auf Level 1000 noch was. Man ist Seelenstufe 999 und so weiter, und da das Blaublutschwert natürlich mit, was heißt natürlich, da das Blaublutschwert mit Glück skaliert, ja, ist man halt wirklich absolut One, absolut Babo, würde ich jetzt sagen. Hier ist auch nichts mehr passiert, oder? Absolut unbesiegbar, sagen wir es mal so. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch geht. Es ging wahrscheinlich so. Bestimmt ist es schon rausgepatcht worden. Ja, ist ja egal. Wir gehen, müssen eh nochmal hoch die Seelen holen dann. Jetzt hier. Meine Menschlichkeit zu verlieren. Wer das Spiel kennt, weiß, was jetzt dann ansteht im Level 5. Es ist ein wunderschönes, man kann es schon fast mit Zelda Breath of the Wild vergleichen, eine wunderschöne Landschaft, Sonic, vielen Bäumen, Tieren, ganz, ganz netten Gegnern, einfach total gut fürs Gemüt ist, das wird das nächste Level sein. Level mal bloß noch schnell die Beweglichkeit hoch und dann werden wir uns dieses wunderschöne, aufs im Gemüt wohltuende Level werden wir uns anschauen. Ja, habe ich ziemlich gut bekommen. Wartet, wo seid ihr? Und sie hat ihr Kamm über den Augen. Ja, ich glaube, ich habe sonst nichts mehr zu erledigen. Schauen wir noch schnell die Tendenzen an. Warum bin ich im Schrein der Stürme nicht mehr Pure White? Ach so, wahrscheinlich, weil ich Satsuki oder wie er heißt, getötet habe, ne? Dann ist es wieder zurückgesetzt. Wahrscheinlich sollte ich dann im Turm den Steinfang-Katakomben. Oh, wie hieß er? Einen NPC töten in menschlicher Form. Im Turm von Latria wahrscheinlich den Hyrel. Und dann ist alles zurückgesetzt und so kommt man dann relativ schnell auf Pure Black, was wir wahrscheinlich auch jetzt noch machen, bevor wir ins NG Plus gehen. Aber jetzt haben wir erst noch eins vor. Und zwar dieses letzte wunderschöne Level erkunden. Und zwar das nette Tal der Schändung, die nette Schlucht der Verkommenheit. Abi. Na? Habe ich zu viel versprochen? Hier sind Pflanzen, wie ich gesagt habe. Hier liegen nette Tiere. Lichtverhältnisse. Ach süß, wie süß. Ja. Ein wohltuendes Level auf jeden Fall. Ach, hier können wir gleich hoch. Schauen wir mal. Boah, jetzt bin ich gleich erschrocken hier. Ihr seht, es war ein Hauch Ironie. Meine Aussagen. Also so wie es jetzt aussieht, geht es jetzt hier jetzt nicht runter, oder? Oder weiter? Geht er runter springen irgendwo? Okay, also dann geht's hier hoch. Hier müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Jetzt nicht unbedingt auf die Gegner, sondern dass wir nicht runterfallen. Weil hier ist alles eng und... Oh, hier ist schon der erste gestorben. Was hat er gemacht? Okay, der ist da lang. Wir wollen erstmal... Okay, wir wollen nicht da lang. Gehen ihm hinterher.
Oh, schau mal her. Möchte mir kurz anschauen. Ich sag's ja. Wie in Zelda Breath of the Wild, wunderschöne, nett aussehende Gegner. One-Eight-Seven, eine tödliche Zahl für ihn. Kann ich da runternehmen? Da muss ich, man muss jetzt halt echt auch aufpassen, weil hier kann man, glaube ich, ganz schnell wichtige Wege oder interessante Wege übersehen. Denn ernst? Wäre jetzt einfach hier runtergefallen. Erst schreibt's, was hier Ding ist, ne? Kehre um und gehe hin, überall. Einfach überall anders hin. Das ist schon das erste Mal passiert, dass wir runterfallen. Okay, jetzt ein bisschen Konzentration. Oh, da kommt einer. Kommst du zu mir? Da. Ich schätze mal, jetzt werden wir wahrscheinlich so langsam. Ich muss doch da hoch wieder. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Drüben geht's auch noch lang, Mensch. Okay, ich könnte die Brücke nehmen, einfach hier. Okay, sogar mit R1 mit einem schwachen Schlag One-Hit. Hier war nichts mehr, oder? Ich fordere es raus, dass irgendein Brett zusammenbricht und ich runterfall. Ja. Schlägt doch aufs Gemüt, oder? Positiv natürlich. Dunkelheit. Meide Fallen. Oha! Und noch mehr? Oh, Drecksack. Der einzige Lichtblick in dieser düsteren Welt ist, dass man halt einfach nur eine Taste drücken muss und dann ist der Gegner weg. Aber ich finde sie geil gemacht, sehen geil aus. So, können wir hier runter? Boah. Und jetzt kracht halt auch alles zusammen. Und jetzt erst hier weiter und. Da ist eine Treppe. Blut. Morgenstern, geil. Oh. Alter, was machst denn du hier? Der hat jetzt sein Gesicht geil beleuchtet, nämlich. Ach, komm. Komm, komm. Ja, genug angeguckt. So. Alles morsch. Das sind 100 pro. Hier geht's wieder hoch, okay. Wo war aber? Haben wir, glaube ich, alles angeguckt. Hier können wir runterfallen. Das will ich jetzt aber noch nicht, weil. Hier ging es auch weiter. Da drüben wahrscheinlich auch. Hier können wir, glaube ich, einen Shortcut aufmachen, oder? Wahrscheinlich. Schleichst du dich von hinten an, oder? Immer genau, wenn ich lang will. Bevor wir da lang rumtun. Ein Aiming, ne? Das automatische Zielen passt sich an das Aiming des Spielers an. So. Ich glaube, das ist ein Shortcut. Ja. Oder ist es? Nee. Das ist ein Problem. Witwenlotus und Gottes Talisman. Schwarzes Terpentin. Ah, das könnte, glaube ich, nützlich sein. Schwarzes Terpentin.
Zurück geht's hier nicht, ne? Dann können wir ja jetzt hier runter, oder? Ja, ich glaube, wenn viele auf einmal kommen, dann könnte es schon gefährlich werden. Ja, aber irgendwie hat die Welt schon auch was, ne? Boah. Hat sich so angehört, als bricht die Brücke gleich zusammen. So, dann holen wir uns noch den Loot. Tatsächlich, doch, es war wieder eine Falle. Gibt es hier auch irgendwo Loot, der keine Falle ist? Was ist das hier? Kleine leuchtende Nuklearspinnen. Nicola. Kein Wunder, dass das alles nicht mehr hält, ne? Wenn man es mit Scheiße zusammenklebt. Okay, hier können wir weiter. Weil hier können wir auch wieder hoch. Hey, mein Freund. Als wäre das hier keine Falle, ne? Irgendwie in irgendeiner Form. Eins. Der Bogen ist halt einfach eins zu schwach mit den Pfeilen. Soll ich jetzt da drüber oder nicht? Alter Schwede. Tja, nicht mit mir. Dafür bin ich zu vorsichtig. Bevor ich über die Brücke gehe, schaue ich jetzt nochmal hier, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß, ihr fasst euch gerade an den Kopf und denkt euch, nein, macht doch einfach weiter. Aber nein, hier liegt viel zu viel Loot, den ich haben will. Ich könnte jetzt da runterspringen oder da? Ich gehe da. Bitte nicht zusammenkrachen. Einzig 30 im Mondgras. Stinkt normales. Er hat nichts. Da war doch noch was. Doch ein drittes leuchtendes Ding gesehen irgendwo. Ah, hier, okay. Kann ich da runter? Ja. Es gibt halt einfach nur stinknormales Sichel und Gras. Hier. Ja, die können wir vielleicht brauchen. Die Schimmersaat brauchen wir nicht. Schwarzes Terpentin könnten wir in diesem Level brauchen. Später einmal. Also mit dem Regenerationsschild brauchen wir eigentlich das Sicheln und Gras, das kleine, gar nicht mehr. Und ja eigentlich nur, um die Reste noch aufzufüllen. Ah, okay. Ja, ich habe schon gesehen, ihr wart. Das. Mörder. Okay. Ring der magischen Stumpfheit. Bevor ich es vergesse. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ring der magischen Stumpfheit, das ist ja. So, und was kann der? Können wir vielleicht das so machen können. Also der Ring der Diebe ist halt in jeder Welt im Grunde richtig geil. Man hat es gerade in der letzten Welt gesehen. Also wie gesagt, Ring der magischen Stumpfheit. Mindert Magiekraft, erhöht Magieverteidigung. Könnte man mal brauchen. Vielleicht. Brauche ich denn jetzt weiter hier, oder? Wartet wieder einer. Irgendwo. Freund, oder? Ey, schon wieder ein Loch, oder? Zum Runterfallen. Und ich habe es tatsächlich gesehen. Beziehungsweise bin nicht reingefallen. Das sind bestimmt so Shortcuts für diese Speedrunner. Irgendwie. Also die gegenteiligen Spieler von mir. Nein. Wo kommst denn du jetzt her? Oh, nein.
Rattenköpfe. Es geht hier, kehre um und geh zu überall. Ja. Also ich schätze mal, die sind jetzt runtergesprungen, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier rüber. Das war schnell. Ne, keine Falle. Ach, schau mal einer an. War mal hier nicht vielleicht schon mal. Okay, so fügt sich das Bild zusammen. Ich weiß, für jemanden, der jetzt der nicht spielt und nur zuschaut, ist es wahrscheinlich eine Katastrophe und man hat keine Orientierung mehr. Ich habe sie gerade. Weil ich glaube, wir haben so ziemlich alles mitgenommen. Ah, da ist sogar eine Leiter. Dann können wir ja hier runterspringen. Hallo. Ja, jetzt aber. Stinknormale Sicherungsstraße. Was ist hier? Soll ich es wieder herausfordern? Kann man da runterspringen, ist jetzt die Frage. Boah. Natürlich machen wir das am Ende. Okay, erste Nebelwand. Hallo? Ist jemand? Springt wieder jemand auf mich drauf gleich? Witwen-Lotus haben wir ja auch schon gefunden, ne? Witwen-Lotus und... Was war es gerade? Königs-Lotus. Gegen Gift, gegen Seuchen. So, wenn wir hergekommen. Und immer erst die Wege nehmen, bei denen er auch wieder zurückkommt. Ja, gehen wir jetzt damit. Okay, dann würde ich glaube ich wieder hochkommen. Doch geblockt. Ja, völlig overpowered für diese Gegner hier. Ein kleines Gemüsebeet, in dem eine Leiche liegt. Vorsicht, Monster weiter vorne. Okay, hier ist auf jeden Fall jemand gestorben. Schauen wir uns mal an. Hier drin, okay. Rennen oder nicht rennen? Soll ich jetzt rüber noch? Ich renne erstmal rüber. Okay. Brücke bricht. Was ist denn das? Wer trampelt denn da so? Und da sind Zecken. Riesige Zecken mit riesigen Eiterpickeln. Also ich schätze mal, wenn ich den jetzt schlag, dann explodiert das Ding. Oder? Nö. Fällt einfach nur in sich zusammen. Gibt eine Marktsteinscherbe. Also da hätte man jetzt von ausgehen können, dass es alles mit Blut vollspritzt, aber ist nicht so. Alter, wie, ich komme jetzt dann immer hoch. Ja, geht. Da haben die Nachrichten. Oder es wird Distanz sein. Rats. Wow, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich höre noch so Schritte. Denk mir, hier läuft doch einer. Das Witzige ist, ich erschrecke nur beim einzig guten Charakter hier wahrscheinlich in der ganzen Welt. Ja, ich da. Bitte kauft irgendwas. Mein armes Kind hat Hunger. Was hat sie denn? Den hatte ich glaube ich nicht. Ey, ich habe ja überhaupt keine Seelen bekommen.
Kriegspickel. Oh, die hat ganz nette Waffen, die uns eigentlich nur überhaupt nicht über den Weg laufen sind, außer der Gottestalisman. Okay, die hat schwarzes Terpentin. Das müssen wir wahrscheinlich kaufen. Fäulnispfeil. Das sind Giftpfeile, ne? Ja. Warum habe ich jetzt kein Geld? Okay, ich glaube, die ist relativ stark. Ich glaube, 27 ist unsere jetzige Rüstung. Aber sie wiegt halt auch einfach wieder mal 10 Kilo anstatt 0,5. Ja. Gute Frau, es tut mir leid. Ihr verdient den Tod nicht. Darum gebe ich euch einen Rat. Erzähl. Hier wimmelt es von Ungeziefer, das sich an Seelen satt gefressen hat. Ihr tätet gut daran, euch zum Schutz mit Lotus einzudecken. Für das Überleben ist kein Preis zu hoch, nicht wahr? Hast du vielleicht noch einen Rat? Wie viele Jahre ist es her, dass diese Hexe Astraea und ihr Ritter mit dem Tintenfischkopf hierher kamen? Und ihre lächerliche weiße Robe. Voller Abscheu starrte sie auf meinen Sohn herab, ich schwöre es. Ja, es ist wahr. Sie ist eine scheußliche Frau. Und dazu noch eine Dämonin. Nicht, dass mich das überrascht. Ihr tätet gut daran, okay, euch zu widersetzen. Lang genug aufgehalten mit der Alten. Preis zu hoch. Und das war jetzt echt lustig, ey. Ich bin fast ein Herzinfarkt gehabt. Sind die Ratten gemein gefährlich? Also warum soll die jetzt hier mit Schuss haben? Wir gehen mal runter. Kann ja so gefährlich sein. Ach nee! Na gut, daran hätte ich denken können, dass das passiert. Jetzt sind wir verseucht, erkrankt. Was ist denn der Lotus hier? Seuchengift. Ja, durch das Regenerationsschild ist aber halb so wild, ne? Zieht zwar schon was ab, aber nur ganz, ganz langsam. Wir nutzen später. Okay, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Doch. Okay, alle Wege führen noch zurück. Das ist gut. Oha, wer ist denn da? Ein großer. Komm rüber. Dann fällt der bestimmt runter, oder? Nö, fällt er nicht. Oha, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wir sind ja relativ schnell wieder da, aber oh mein Gott. Ich hatte es so im Griff. Ich habe nur einmal kurz nach links geguckt, welches Gras ich hier auswähle. Das war der Schritt zu viel dann. Naja. Also, ich habe euch ja versprochen, es ist eine wunderschöne Welt. Chillen wir gerade? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Jetzt sollte ich aufhören. Weil wir sind jetzt bei einer Stunde. Es ist auch Zeit. Deswegen werde ich diese Folge beenden. Wir haben, wie versprochen, eine epische Folge gehabt. Aus zwei Gründen. Einmal haben wir den Sturmkönig erlegt und es war meiner Meinung nach atmosphärisch ein epischer Kampf. Hätte vielleicht ein bisschen schwerer sein können. Und mein Schrecker bei der alten Frau war auch episch, würde ich sagen. So, damit kriegt ihr in dieser Folge eine Verbeugung von mir. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Daumen, Like, Kommentar. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Ciao, bis zum nächsten Mal.